Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ungleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 30.2019, wir haben einen neuen Skin heute im Shop, aber wir fangen erstmal an. Den Bucky! Mit dem Cook. Cook. Oh, ich finde die so grausam. Cook, Cook. Cook, Cook. Cook, Cook. Ich finde die so grausam. Ich finde die wirklich schrecklich. 4 von 10. Alle beide. Alle beide finde ich ganz grausam. Von mir kriegen beide 3 von 10. Diese hässlichen. 3,5 von 5 bei 46 Votes zum ersten Mal am 23. September 2018 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 75 Reminders. Vor allem klick mal bitte durch die Styles durch. Gerade ja. Die Styles sind das Schlimme daran. Also das hier. Boah, ich finde es sogar cool. Du findest die cool. Was hast du für eine Note gegeben? 3. Toll, du findest es cool und gibst 3. Ja. Super. Das finde ich hässlich. Alter. Aber ich mag den Film, also mag ich auch die. Ne, dann musst du aber eine andere Note geben. Nein. Als 3. Nein, es sieht viel cooler aus als die. 3,95 von 5 bei 55 Votes zum ersten Mal am 23. September 2018 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 60 Reminders. Ganz schrecklich. Dann kommen wir zum Kiwi. Oh. Das ist einer deiner Lieblingspicken, ne? Oh, die kaufe ich mir heute. Nein. Oh mein Gott, die kaufe ich mir. Oh, das ist eine richtig gute Idee, die kaufe ich mir. Ich glaube, die muss ich mir kaufen, oder gleich? Die gehe ich mir kaufen. Ich habe es euch schon so oft in den Videos gesagt, der Herr Sofort, der hätte das Ding gerne in Real Life. Da würde sich den ganzen Tag in die Ecke hocken und würde sich das Ding selber vor die Birne hauen. Warte mal, das Witzigste. Also pass auf, wir können es jetzt nochmal. Nein, bitte. Hör auf. Ich komme in einer Stunde wieder. Stopp jetzt. Ganz schrecklich. Ist geil, oder? So, ja? Ja, von mir auch. Ich finde die schlimm. 5 von 10. 5 von 10? Von mir kriegt die Picke 10 von 10. Ich, ganz schlimm. 4,29 von 5 bei 66 Votes zum ersten Mal am 4. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 21 Mal und 62, oder meinst du das? Hat er es sofort nicht mehr bekommen, als ein Baby war, so ein Ding da. So, und jetzt kriegt das in Fortnite. Ja, ich kauf mir das. Ich will den ja gleich, weil er gleich mag das. Das sind irgendwo nicht entdeckte oder geheime, was weiß ich, Wünsche. Das hättest du gern früher schon gehabt. Ja, genau. Gott. So, also, Over. Mega geil. Whiteout. Mega geil. 10 von 10. Gerade auch dieser Style da jetzt. Ich finde den sogar ohne Helm, finde ich die sogar noch besser als mit Helm. Jetzt mal kurz dran zoomen. Finde ich richtig cool. Alle beide. Kriegt von mir 8 von 10. Von mir kriegt die 10 von 10. 4,14 von 5 bei 80 Votes und erst beim 17. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 11 mal 169 Reminders. Rennfieber. Dann also, haben wir hier den Überholer, den Overtaker. Genau. Gibt's auch die zwei Styles, auch ziemlich cool. Auch das Schwert hinten als Backpack, ziemlich geil. Ja. Und definitiv kriegt von mir auch 8 von 10. 8 von 10 von mir, auch 10 von 10. 3,95 von 5 bei 85 Votes zum ersten Mal am 17. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 11 Mal und 155 Reminders. Weiße Böe, cool, auch 8 von 10. Ah, 9 von 10 schnell. Sogar. Ja, 9 von 10. Motorrad war ja schon öfter drin. 9 von 10. 9 von 10 kriegt die von dir. Mhm. Von mir kriegt die auch 9 von 10. 3,94 von 5 bei 31 Votes zum ersten Mal am 17. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 11 Mal und 27 Reminders. Wirbelwind. In Schwarz sieht das Teil auch cool aus. Gleiche Note. Genau, bei mir auch. 3,66 von 5 bei 32 Votes zum ersten Mal am 17. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal und 28 Reminders. Dann kommen wir zum Brutzelmeister. Mega geil. So, wie viel gibt es denn dem? 10 von 10.
Von mir kriegt er auch 10 von 10. Hammergeil. 4,62 von 5 bei 13 Votes. Erst beim 26. Juni 2019 im Shop gewesen. Er nimmt 3x und 12 Reminers. Dann kommen wir zu Blendend bzw. Dazzle. 5 von 10. 3 von 10. 3,73 von 5 bei 48 Votes zum ersten Mal am 22. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 27 Mal und 66 Reminders. So, dann kommen wir zum Schwerbeschäftigten bzw. Busy. Cool, 8 von 10. Mega geil. Vor allem sieht so geil aus bei ihm. Guck mal. Passt halt mal gar nicht jetzt zum Spinnenritter. Null. 3, ja, ich finde es aber deswegen nochmal witzig. 3,94 von 5 bei 32 Votes zum ersten Mal am 5. November 2018 im Shop gewesen, seitdem 7 Mal und 102 Reminders. Dann kommen wir zum Für mich die geilste Lackierung im ganzen Spiel. Strandwelle 10 von 10. Hammergeil, das Teil. 10 von 10? Ja, 10 von 10. Die also gut, mit dem Holo. Holo finde ich auch geil. Und Magma? Magma kriegt von mir 9 von 10. Okay, von mir kriegt Magma 11 von 10 und die kriegt von mir 10,5 von 10. 10,5 von 10. 4,5 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 8. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3x und 6 Reminders. Erst vor 22 Tagen im Shop? Ja. Okay, also bis zum ersten Mal. Ist noch nicht so lange, ja. Gut, Strandwelle. Die ist. Guandao ist, glaube ich, echt schon länger jetzt nicht mehr drin gewesen. Ich schätze mal ein halbes Jahr, kann das sein? 171 Tage. Ja, perfekt. Das habe ich ganz gut geschätzt. Ja. Für 800 V-Bucks das Teil, finde ich super cool, die Picke, gefällt mir sehr gut. Sowieso, weil ich ja so ein Kung-Fu-Fan bin auch, kriegt von mir 8 von 10. 10 von 10. 4,45 von 5 bei 11 Votes, erst beim 2. Dezember 2018 im Shop gewesen, denn 4x und 42 Reminders. So, das letzte, das vorletzte Item für den Shop, Verge. Den Verge, ja, ist okay, ist jetzt nicht der Oberknaller, aber okay, kriegt von mir 6 von 10. Von mir kriegt er 7 von 10. Ich bin aber wegen 7. 4,18 von 5 bei 62 Votes zum ersten Mal am 16. Januar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal und 49 Reminders. Dann kommen wir auch schon jetzt zum neuen Item. Bachi. Nochmal der Bachi. Ja, was soll man dazu sagen? Der Teil haben wir auf jeden Fall mal ein Gameplay wieder dazu. Ja. Sieht irgendwie so ein japanischer Style, süß und mysteriös, Teil des Hanami-Sets. Wenn du hinten ein bisschen wackelst, guck mal, so ein japanisches Zeichen drauf, da sieht man die Ohren, die schwingen mit. Was ist das überhaupt? Das ist so ein komisches, was ist das? Sieht aus wie so ein Tamagotchi, bisschen da, keine Ahnung. Kennst du überhaupt noch Tamagotchi? Ja. Kennst du noch, okay. Die typisch japanische rote Flagge, also rot-weiße Flagge da im Gesicht quasi, so halbiert, rechts und links. Dann unten am Kragen der weiße Punkt. Die japanische Flagge ist doch nicht. Ja, ist normalerweise so weiß mit einem roten Punkt. Ja, mit einem roten Punkt, aber doch nicht pink. Ah, ja, so ein bisschen. So, und dann hast du hier jetzt den weißen Punkt da drauf, aber das. Der Brustpanzer sieht auch wie ein bisschen aus wie in Augen, also wie so Augen, wenn du das umdrehst, erinnert mich jetzt wieder an das Tamagotchi, was hinten auf dem Rücken ist. Ne? So, nur als Brustpanzer. Guck, so ein bisschen Ähnlichkeit hat das Teil. Ja, ich so. Ja. Was hat die denn für komische Schuhe da unten an? Was ist das? Komische Schuhe. Sieht aus wie so Nägel, oder was hat die da? Nägel? Kristallschuhe. Kristallschuhe. Iced-Out-Schuhe. Das finde ich aber geil, hier schau. Das ist der Farbverlauf. Es erinnert mich aber unten so ein bisschen ans Fischstäbchen. An den VR-Fischstäbchen. Also. Ja. Stranges Teil. Kriegt von mir. 6 von 10. 6 von 10. Auch. Genau. 3 von 5 bei einem Vote und 17 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Used unseren Supporter Creator Code sofort. U-Gleich-TTV. Bis dahin. Haut rein. Und. Tschüss.